Willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Und ja, heute ist schon der letzte Tag, in dem wir hier im Hotel sind, im Radius New Bluesem übrigens hier. Und ich möchte einfach mal kurz eine kleine Roomtour machen. Wenn das Ganze ein bisschen wackeln sollte, dann tut es mir leid. Ich habe aktuell, wie gesagt, nur meine Handykamera zur Verfügung, aber werden mir auch demnächst dann auf jeden Fall eine Profikamera zutun mit Stativ und Mikro und allem drum und dran. Und dann müsste es auch wesentlich besser sein von der Qualität her, weil dieses Grieseln auch gerade hier dieses Grieseln, das kann doch ein bisschen nervend sein. So, fangen wir erstmal an hier mit den wichtigsten Sachen. Also wir haben hier einmal einen Schrank mit dem Bügeleisen. Yay! Und dann haben wir hier noch, sag ich, Tresor und Staude bzw. Ablagemöglichkeiten. Hier haben wir dann hier auch unsere Minibar. Allerdings musst du für jedes Ding zahlen. Und das auch nicht zu knapp. Also ich glaube, eine Flasche Red Bull zum Beispiel kostet irgendwie 8 Euro hier oder so. Also Wahnsinn. Hier kann man sich Tees und so schön zubereiten. Also dann haben wir sogar hier noch schön so Rahmen. Yay, cool. Hier haben wir einen Wasserkocher, der aber nicht wirklich funktioniert. Also das ist alles ein bisschen nicht sehr stabil, das Ganze. Oder nicht für die Ewigkeit gebaut. Hier unten ist eben die Minibar, also die gekühlte Minibar. Und hier sind eben auch die, ja, hier ist eben auch der Warnhinweis nochmal, dass man Spirituosen und so mit dem Room Service bestellen kann. Nein, danke, das wäre echt zu teuer und von daher gehe ich dann doch lieber in eine Kneipe oder in eine Disco oder wie auch immer, wo es auch günstiger ist. So, dann kommen wir jetzt hier zum Badezimmer. Erschreckt jetzt einfach mal nicht. Habe es noch nicht so ganz aufgeräumt. Ja, genau, man kann es auch übertreiben. So, dann haben wir irgendwie hier Shampoo, verschiedene. Na, sieht man das? Da sieht man Shampoo, eine Badekappe. Jo, Toilette. Handtücher, also Badewanne. Aber genau, das muss ich euch zeigen. Schaut euch mal das hier an. Und sieht man das hier auf der Kamera? Das hier? Ich hoffe, ihr konntet das jetzt sehen. Also, das war jetzt nicht so appetitlich, finde ich jetzt. So, dann würde ich auch mal sagen, machen wir mal weiter. Achtung, nicht erschrecken für wegen dem Chaos hier. Ich bin noch am Aufräumen. Haben wir hier unseren schönen Sony Entertainment Fernseher. Nämlich einfach ein Bravia Sony. Hier unsere Nespresso Maschine. Auch sehr toll, wenn man Kaffee möchte oder so. Oder Kapseln. Was gibt's denn zur Auswahl? Ristretto. Lungo und auch noch ein anderes. Schön. Sehr gut. Brauchen wir alles nicht. Dann willkommen in Köln auf dem Radisio. Hier mein mobiles Aufladegerät. Für unterwegs. Kann ja auch mal sein, dass der Strom ausfällt. Dass der Strom ausfällt. Das vom Handy, dass der Saft ausgeht. Was haben wir noch? Was kann ich noch sagen? Hier mein Laptop. Mein Acer Laptop. Dann, ja, hier, Shop, Köln, Frauenmagazin, Atrium, jo, bin jetzt keine Frau, aber auch ganz nice. So, hier, schau dir mal diese alten Knochentelefone noch an, die hier benutzt werden. Also, das war in Zürich dann schon ein bisschen moderner, wenn es um die Telefone ging. So, dann hier haben wir das Bett. Ist es ein, wie sagt man, Doppelbett, aber nicht einzeln voneinander getrennt, sondern zusammen. Also eine große Matratze. Ja, ich finde, leider hatten sie keine mehr frei, wo es einzeln war, aber ich habe sowieso allein geschlafen, weil mein Kollege ja mich sitzen gelassen hat, leider. Hier die Temperier- oder Klimaanlage, wo ich auf warm oder auf kalt stellen kann. Mit dem betätige ich die Storos. Na komm. Na, jetzt seht ihr es. Ich muss übrigens auch auf dem Knopf drauf bleiben. Also, wenn ich jetzt hier drauf drücke, jetzt gehe ich weg. Ja.
Ist eine ganz tolle Geschichte, aber gut. Immerhin elektrisch, nicht manuell. So. Dann haben wir hier auch die Temperiereinheit. Von der Lüfter 1, 2 und 3 Stufe und ein und aus. Ja, und das war es eigentlich soweit von meinem kleinen schnuckligen Zimmer im Radinstitut in Köln gewesen. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir in Köln. Schreib mir doch mal einen Kommentar, welchem Hotel du übernachtet hast während der Gamescom, wie das Hotel bei dir so war. Zuerst wollte ich ins Ibis eigentlich gehen oder Ibis Budget, aber nachdem ich gesehen habe, was da für Vorfälle passiert sind und so. Nee, muss nicht sein. Also, ich verabschiede mich, sag Tschüss, Servus, euer Linus, bis zum nächsten Mal. Ciao.